Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Cibora, ich weiß nicht, wo Sie leben. Wir leben hier in Berlin und tagtäglich besuchen wir Flüchtlingsunterkünfte und sprechen mit Frauen. Die Realität, die Sie beschrieben haben, insbesondere, dass es Schutzräume für traumatisierte Frauen, die in ihren Ländern sexuelle Gewalt erfahren haben, dass die gibt, kann ich leider hier nicht bestätigen. Die gibt es in Berlin in der Tat nicht. Die gibt es in Brandenburg und nicht hier in Berlin. Auch Frau Stolle hat ja heute von die Vorsitzende von Terre des Femmes auch noch mal klar dargestellt, wie die Situation in den Flüchtlingsunterkünften bezüglich geflüchteter Frauen aussieht. Nämlich ganz, ganz dramatisch. Also Sie haben hier ein Bild aufgezeigt, was so nicht korrekt ist und der Realität nicht entspricht, Frau Cibora. Eigentlich müsste von uns ein Signal ausgehen, ein Signal, das mehr ist als das alljährliche Hissen einer Fahne vor dem Abgeordnetenhaus. Das war richtig, ich finde es auch wichtig, denn diese Initiative geht auch auf unsere Fraktion zurück. Doch diesen symbolischen Akt müssen auch Taten folgen. Die Zahl von Flüchtlingen steigt und damit auch die Zahl der weiblichen Flüchtlinge. Die meisten fliehen vor politischer Verfolgung, Gewalt und Krieg. Oft waren sie im Land, aus dem sie flohen oder auf der Flucht. Frau Kollegin, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Meine Herrschaften, bitte ein wenig mehr Ruhe einkehren. Die Tagesordnung ist bald abgearbeitet, aber die Rednerin hat hier ihre Aufmerksamkeit verdient. Danke, Herr Präsident. Oft Opfer sexueller Gewalt. Angekommen in Berlin brauchen sie einen besonderen Schutz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Situation in den Flüchtlingsunterkünften ist für die geflohenen Frauen unzumutbar, habe ich ja schon erwähnt. Ich habe vor einigen Tagen das AWO Refugium in Lichtenberg besucht. Das ist eine Erstaufnahme für Erwachsene und Familien. Und dort hatte ich in der Tat Gelegenheit, mit mehreren syrischen Flüchtlingsfrauen zu sprechen. Deren Männer sind im Kampf gegen den IS gefallen. Sie sind jetzt alleine mit ihren Kindern hier. Zu Hause haben sie sexuelle Gewalt erfahren. Und jetzt teilen sie sich mit den Männern die sanitären Anlagen. Und sie haben nachts alleine die Toiletten zu benutzen. Das ist einfach die Realität, die in den Unterkünften stattfinden. Viel schlimmer ist die Lage in den großen Notunterkünften, in den Turnhallen, wo Frauen können dort sehr leicht Opfer von Gewalt werden. Sie brauchen sichere Orte, abschließbare Zimmer, separate Sanitär- und Duschanlagen und geschützte Gemeinschaftsräume. Flüchtlingsfrauen benötigen leicht zugängliche Angebote der gesundheitlichen Versorgung sowie psychosoziale oder psychologische Betreuung. Darüber hinaus muss das Personal sensibilisiert werden und interkulturell geschult werden, meine Damen und Herren. Flüchtlingsfrauen haben heute kaum mehr Zuflucht vor Gewalt in Frauenhäusern, weil die Frauenhäuser melden schon seit 2012, dass sie vollbelegt sind. Also dort können wir Frauen, die von Gewalt betroffen sind, nicht unterbringen. Das gehört auch zur Realität. Es müssen natürlich in der Tat auch die Plätze in den Frauenhäusern noch erweitert werden. Frauen in Flüchtlingsnotunterkünften müssen den notwendigen Schutz vor Gewalt haben. Der Berliner Senat muss hier schnellstmöglich handeln. Da ist natürlich die Frauensenatorin auch aufgefordert. Doch einmal mehr hangelt sie sich, heute Vormittag hat sie ja noch einmal bewiesen, dass sie sich von Notsituation zu Notsituation hangelt. Das Thema von geflüchteten Frauen erreicht kaum die Öffentlichkeit. Niemand redet darüber, nur punktuell. Die Flüchtlingsproblematik ist seit Jahrzehnten lediglich auf Männer gerichtet. Ich würde mir wünschen, wie ich schon sagte, dass die Frauensenatorin mal hier aktiv wird. Aber sie hört nicht zu. Und es gab ja diesen Antrag vor ein paar Monaten, die haben wir ja auch diskutiert, wurde ja auch hier abgelehnt. Da sieht man auch ihre Aktivitäten, die Frau Senatorin überhaupt hier noch mal dargestellt hat, weil sie ist in dem Bereich nicht aktiv. Das kann man ja hier noch mal deutlich machen. Ja,
Hier steht, meine Redezeit ist zu Ende, aber das kann nicht sein. Ja, genau. Also dabei gibt es natürlich für eine gegenderte, also müsste es notwendig sein, dass man eine gegenderte Flüchtlingspolitik auch auf die Tagesordnung setzt. Frau Kohlert, Sie können sich gerne mal in Brandenburg mal umschauen. Dort wird es gemacht. In Potsdam gibt es seit 2 Jahren ein Haus für traumatisierte Frauen und ihre Kinder. Mitten in der Altstadt von Potsdam unterhält der Verein Soziale Stadt Potsdam ein Wohnheim, in dem geflüchtete Frauen untergebracht und geschützt sind. So etwas würden wir auch hier gerne in Berlin brauchen. Aber Sie haben ja gesagt, dass das nicht gerade von Ihnen wünschenswert ist. Ja, der Antrag der Grünen geht in die richtige Richtung. Meine Fraktion Die Linke unterstützt ihn. Vielen Dank.